Hi Stefan und John, ich wollte gerne mal euer Video beginnen und ich wollte fragen, ob an Silvester ein Vlog kommt und ob ich mal mit John Fortnite spielen kann. Und an allen Zuschauer wünsche ich noch ein schönes Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, danke, dass du unser Video begonnen hast. Um auf deine Frage einzugehen mit dem Silvester-Video, da sieht man schon mal, dieser Clip hier ist noch aus dem letzten Jahr. Und da sieht man mal, wie viele Anfragen wir bekommen für ein Begrüßungsvideo am Anfang. Dieses Jahr machen wir wahrscheinlich auch wieder ein Silvester-Video. Was heißt wahrscheinlich? Auf jeden Fall. Ja, letztes Jahr haben wir es ja gemacht. Fortnite wird wahrscheinlich etwas schwer, da ich ziemlich viele Freundschaftsanfragen bekomme und ich die also nach der Reihenfolge jetzt alle abarbeite. Also Freundschaftsanfrage annehmen, ein paar Runden spielen und ja, wir machen jetzt, weil wir, wie man gesehen hat, ziemlich viele Anfragen haben, machen wir jetzt bei diesem Video einmal 3 Begrüßungsvideos. Hallo Stefan und John, ich bin Amon und ich würde gerne dieses Video anfangen. Hallo Stefan und John, ich würde gerne euer nächstes Video beginnen. Hallo Stefan und John, ich würde gern euren neuen Vlog beginnen. Vielen Dank für alle, die immer so fleißig das Video beginnen wollen und mitmachen. Und ja, für alle, die noch dabei sein wollen, schaut mal bitte in die Videobeschreibung, da ist es genau erklärt, wie es funktioniert. Weil es immer wieder Probleme gibt für die, die es über Instagram schicken, dann können wir das Video meistens immer nur einmal angucken und nicht speichern und bearbeiten. Also bitte, wenn es geht, einmal vorher durchlesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt geht's los mit dem Vlog. Ja, schon mal vielen Dank. Wir haben von Dirk gerade ein Paket erhalten. Sind natürlich neugierig, was drin ist. Haben kein Messer mit. Ich hoffe, dass es auf den Schlüsselbund geht, das aufzumachen. So. Mal schauen, was drin ist. Ja, genau. Wenn wir das überhaupt aufkriegen. So, wollen wir mal sehen. Ja, also schon mal sorry für das brutale Aufmachen. Ein Brief. Und Johnny, guck mal rein, was sonst noch drin ist. Gut. Ja, cool, eine Zeitung. Der Dirk schreibt hier ein herzliches Hallo an Stefan, John und natürlich Simone. Seit fast einem Jahr verfolge ich jetzt euren Kanal und schaue die Videos meist zusammen mit meinem Sohn an. Die Videos sind wirklich sehr unterhaltsam. Macht weiter so. Was haben wir denn Schönes da? Oh. Gold. Tricks und was ist das? Tiger für dich, glaube ich. Oh, Tigerbier. Das ist natürlich noch etwas ganz Besonderes. Ein asiatisches Bier. Weiterhin schreibt der Dirk noch, außerdem bekommt man eigentlich auf jede Nachricht bei Instagram eine Antwort. Ja, das ist noch so, noch schaffen wir das. Das ist aber eine Wahnsinnsarbeit. Da ihr ja oft ein kühles Getränk zu euch nehmt, richtig, habe ich 2 Dosen Tigerbier beigepackt. Würde mich mal interessieren, wie es euch schmeckt. Ja, willst du mal probieren, John? Gerade die Meinung von einem Brauer. Ach so, ja, genau. Für John habe ich noch ein paar saarländische Gummibärchen beigepackt. Ich hoffe, die schmecken. Wo sind die? Ja. Ah, okay. Damit kann er dann die Zeit bis zur nächsten Hotelroom-Tour überbrücken, wo es ja immer so Gummibärchen gibt. Und 3 Typen Gummibärchen für mich. Liebe Grüße aus dem Saarland von Dirk Stoppschild TV bei YouTube und Instagram. Zwischen Werbung muss auch mal sein. So, jetzt gehen wir mit unserem Paket in die Stadt. Und mit unserem Zeitungspapier. Ja.
ziemlich kalt draußen. Sonne scheint zwar, aber der Winter kommt vielleicht doch noch. Mal gucken, ob es nochmal Schnee geben wird dieses Jahr. Auf jeden Fall haben wir hier einen ganz tollen Kommentar bekommen. Der lautet: Hi Leute, gute Schulwoche, John. Naja, wenn ich schon Schule höre, kann es nicht gut werden. Könnt ihr im nächsten Video sagen, Gruß an Yannick und Philipp, bitte. Danke im Voraus. Das machen wir. Wie war nochmal der Text? Gruß an Yannick und Philipp. Genau. Wir kriegen täglich so viele Nachrichten von euch, dass ihr von uns im Video mal gegrüßt werden wollt. Und wir verneinen das immer, weil es sehr schwierig ist umzusetzen, dass es für alle anderen nicht langweilig ist. Und ja, jetzt machen wir eine Ausnahme, weil, wie gesagt, ihr schreibt alle so nett, ihr unterstützt uns so toll und es macht einfach Spaß mit euch. Und deswegen haben wir auf Instagram dazu aufgerufen, schreibt uns was und wir grüßen euch dann im aktuellen Video. Und so sah der Instagram-Aufruf aus. Moin, schönen Samstag, jetzt kommt was. Ja, ihr habt es euch immer gewünscht, wir sollen euch grüßen, wir machen das. Schickt uns einen Kommentar, was Böses, was Nettes, was Liebes, eine Idee und wir grüßen euch im nächsten Video. Tschüss, tschüss. Ja, und hier habe ich jetzt den ersten, das ist der Colin, der schreibt, ich heiße Colin und wollte euch nur sagen, dass ihr echt tolle Videos macht. Macht weiter so. Freut uns sehr, Colin, und ganz viele Grüße von uns an dich. Ja, viele Grüße, Colin. Nils 3009 schreibt auf Instagram: Ihr seid einer der besten Familien auf YouTube. Es gibt Kinder auf YouTube, die sind extremst überdreht, was John nicht ist. Ja? Auch, vielleicht vor der Kamera, aber hinter der Kamera. Und das mache ich an euch allen, schreibt Nils. Nils, an dich vielen Dank und natürlich viele Grüße. Weiter geht's im Takt. Ihr seid die Besten, schreibt Maddox 1022. Freut uns sehr. Und ja, auch viele Grüße an dich. Ganz viele Grüße an dich. Und ja, jetzt schreibt: Könnt ihr mich bitte im nächsten Video grüßen? Ich heiße Amon. Also Amon. Wir grüßen dich, Amon. Ja. Ist das vielleicht der Amon, der auch heute bei den Anfangsvideos dabei war? Ich bin Amon. Da hielt auch jemand Amon auf jeden Fall. Stimmt. Und oh, ihr habt ja immer so ausgeflippte Namen. Zinkleon07, ihr seid die besten YouTuber, könnt ihr mal eine Blind-McDonalds-Bestellung machen? Also, bin ich so mutig? Ich weiß es nicht, aber wir überlegen es uns und ja, könnte passieren, dass wir das machen. Viele Grüße an dich. Ja, viele Grüße. Lass laufen. Der nächste, der geschrieben hat, ist Jakob und er schreibt: Ich wollte euch mal ein Feedback für eure Videos geben. Ich finde sie sehr unterhaltsam. Außerdem sind die Videos sehr gut geschnitten und aufwendig gestaltet. Vielen Dank. Es ist wirklich ein großer Packen Arbeit für jedes Video. Ich glaube, da gehen so 4-5 Stunden ins Land. Ich finde euch sehr sympathisch, ich kann diese Hater gar nicht verstehen. Zum Glück gibt es nicht viele Hater. Wir sind sehr froh, dass wir nur so ungefähr 1-2% von dem, was wir kriegen, was dann negative Kommentare sind. Ja, Jakob, an dich viele Grüße. Ja, auch von mir viele Grüße, Jakob. Ja, kein Video ohne Essen. Ich habe mir ein Schnitzel bestellt. Simone hat Grünkohl, keine Ahnung. was hat Stefan? Stefan hat eine feine, leckere Schinkenhaxe mit Rotkohl, Knödel, ohne Soße. Warum ohne Soße? Ich bin ganz raus. Damit die leckere Kruste nicht von der Soße aufgeweicht wird. Ne? Na, was erreicht? Oh. Oh. So, gerade mal das Fass verlassen und da wissen wir schon gleich, das Wetter ist mies. Ja, ist halt Bremen. Ich hoffe, der Wind, das geht mit dem Mikrofon einigermaßen. Für morgen habe ich mir was überlegt. Wetter wäre da einigermaßen egal.
was wir morgen machen können. Aber die beiden haben keine Ahnung, was es sein könnte. Ja, man sieht ein großes Fragezeichen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Du auch nicht, ne? Nee, ich weiß auch nicht. Ich gebe jetzt den beiden die Chance zu erraten, was wir morgen vorhaben, was ich geplant habe. Und sie dürfen mir 5 Fragen stellen, die ich mit Ja und Nein beantworte. Jeder 5 Fragen? Um darauf zu kommen. Insgesamt 5 Fragen. Lass mich lieber fragen, du findest eh nichts raus. Ja, also ist gut. Wer will die erste Frage stellen? Ich. Simone? Brauchen wir das Auto? Nein. Sehr gut. Schwierig. Ist das bei uns zu Hause? Nein, das ist auch Frage 2 bereits. Haben wir über diese Sache schon einmal gesprochen? Gesprochen, ich habe es mal erwähnt. Gesprochen kann man nicht direkt sagen. Also ich muss jetzt mal sagen, ja. Was soll man denn da fragen? Das ist doch schwer. Noch 2 Fragen haben Sie. Kostet es Geld? Ja. Entweder noch eine Frage sowas, habt ihr, ne? Ich weiß es nicht, aber es ist vielleicht sowas hier, beispielsweise, ich weiß es nicht, aber irgendwas, was hier, beispielsweise bei Sachen hier, beispielsweise Lasertag oder sowas. Ich glaube nicht, dass es jetzt Lasertag ist, so, aber Sachen, die man so in Bremen hier machen kann. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Weil wenn ich jetzt frage, ist es dies, das hier, keine Ahnung. Um es kurz zu machen, es ist kein Lasertag. Nein. Nein, das ist es auch nicht. Das habe ich doch gar nicht gefragt. Nee, aber sowas in die Richtung, so wie Bowling spielen ja, oder Lasertag sowas. Oder... Ja. Nein, ist es nicht. Völlig der falsche Weg. Wir haben es also, überhaupt nicht erraten. Wir dürfen weiter neugierig sein. Sind wir gespannt auf morgen, genau. Ja. Ja. Darf ich noch eine Frage stellen? Natürlich. Können wir morgen ausschlafen? Ja. Oh, sehr gut. Mehr wollen wir gar nicht hören, oder? Lassen wir uns überraschen. Und ihr euch mit. Ein neuer Tag hat begonnen. Heute Morgen sah es auch nicht nach Sonne aus, aber jetzt haben wir hier richtig schönes Wetter und wir sind auf dem Weg zum Mittagessen. Wo geht's hin? Zum Meckes natürlich. Natürlich nicht, aber wir gehen da jetzt gerade hin, denn gestern hatte der Leon, oder wie hieß der nochmal? Ja, Zink Leon. Zink Leon hat ja vorgeschlagen, so ein blindes Bestellen zu machen bei McDonald's und das machen wir heute. Guten Appetit. Ja, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ne? Ich bin ja mal jemand, ich habe aber Angst, nicht satt zu werden. Guck ich mal, was ich finde da, blind. Ja, und ich habe sogar das Glück, dass ich mich passend gekleidet habe. Jogginghose. Ja. Wieso passend? Ja, Stefan sagt dazu ja immer, so Hose so für faule Leute oder so. Und bei Mackis, da gehen ja viele Leute hin wie ich, die auch faul sind. Ach so, ich wusste nicht, dass das ein Zeichen Faulheit ist für McDonald's. Aber naja, okay. Gehen wir erstmal hin. Es sind halt viele Leute in Jogginghose. Aber wie gesagt, auf geht's. Also ich habe zumindest keine Jogginghose an, wie man sieht. Und Simone auch nicht, aber Simone hat heute ihre Handschuhe angezogen zum ersten Mal. So kalt? Ja, es ist kalt und ich habe empfindliche Hände und damit ich die nicht immer eincremen muss, ziehe ich lieber Handschuhe an. Hoffentlich hast du keinen empfindlichen Magen. Dann werden wir gleich mal sehen, was du gleich bestellst. So. So, schon sind wir da und ich fange auch an, blind zu bestellen. Bin ich schon mal gespannt. So, Augen zu. Dran? Ja. Ja. Ich gucke einfach mal hier. Hast du das getroffen? Ja, hast du getroffen. Auswahltreffen. Hast du getroffen? Oh, alles nicht. Das gibt es nicht. Zurück. Weiter. Nochmal was aussuchen in dem Auswahlbildschirm. Ja, ich weiß nicht, wo ich bin. Du musst einfach hier irgendwo was aussuchen. Was aussuchen? Im unteren Bildschirm ist was zum Aussuchen. Höher, rechts oder links.
Ja, hast was getroffen. Jetzt musst du noch mal rechts oder links aussuchen. Links. Warte kurz, deine Bestellung ist fertig. Ja. Kann ich auch öffnen? Ja. Tut sich was? Kann ich drücken? Ja. Ja, du kannst es drücken. Habe ich was? Ja. Muss ich da was drücken? Ja. So, oben oder unten? Habe ich was? Normal. So, jetzt links, ganz links oder... Habe ich was? Ja, bist schon fertig. Ich bin schon fertig? Okay. Noch nicht gucken, noch nicht. Nein. Gucken. Okay. Okay. Nochmal drücken. Es reagiert nicht. Nochmal drücken. Ja, jetzt hast du was. Jetzt musst du was aussuchen. Nochmal leichter drücken. Nochmal drücken. Bisschen mehr links. Ja, so. So ist gut. Nochmal drücken. Nee, du musst. Du drückst komisch. Nochmal drücken. Du drückst zu lange, einfach nur anklicken, würde ich sagen. Und weiter, ein bisschen mehr weiter rechts oder mittig. Nicht so. Nein. Ja, halt. Nochmal auswählen. Nochmal auswählen. Ja, jetzt hast du was. Warte. Gut, wir haben es. Bestellung zu sehen. So. Was ich schon mal gesehen habe, es wird auf jeden Fall eine sehr günstige Bestellung für uns drei. Also ich glaube, wir haben alle irgendwie nicht wirklich ins Schwarze getroffen bei unserer Auswahl. Obwohl Hunger hätte ich aber allerdings. Schon jetzt auch schon Hunger? Ja. Ja. Sehr großen. Ich befürchte mal, dass wir nicht satt werden. Tja, was soll ich dazu sagen? Was ist das? Da bist du schon mal richtig. Das ist nämlich das, was du ausgewählt hast. Ja, das weiß ich. Was ist das, habe ich gefragt. Limonade, Lemon Kiss. Was habe ich? Ja, Simone, du hast das. Cool, aber Stefan hat sich ja nichts dagegen, wenn wir tauschen, ne? Ja. Stefan hat einen Cheeseburger, der hat wenigstens was zu essen bekommen. Ich habe ja auch Hunger, ne? Tja, besser als nichts, hätte besser sein können. Gut, das war jetzt unsere Blindbestellung. Dann mal Prost. Naja gut, aber es ist wenigstens mal was ich mir nie bestellt hätte. Mal gucken, ob es mich auf den Geschmack bringt, ob ich es dann noch mal holen würde. Hattest du das schon mal? Nein, ich mag das nicht so gerne. Boah. Ja. Sauer. Meins ist total süß. Oh. Ist voll sauer. Ja, super. Ja, und meins ist total lecker, würde ich mal sagen. Der handelsübliche Cheeseburger bei McDonald's. Ob du so viel besser dran bist, wage ich zu bezweifeln. Ein Cheeseburger ist ja auch eher was für einen hohlen Zahn. Ne? Da wird ja keiner von satt. Aber von einem Getränk wird man auf jeden Fall satt, oder was? Es ist Zeit für ein paar weitere Grüße an euch. Und zwar grüßen wir Finja und Emilia und ja, natürlich auch die Stefan und John Fanpage, worüber wir uns immer noch sehr freuen, dass wir sowas erstellt bekommen haben. Dann geht es weiter. Wir grüßen... muss mich kaputt lachen. Ali0815, der hat nämlich einen tollen Kommentar geschrieben. Ich grüße Simones stromlose Heißluftfritteuse, Insider, und würde mir mal wieder einen Besuch im Tierpark bei den Ziegen wünschen. Noch ein Insider, sind lustige Videos von uns. Und Stefan soll einfach so bleiben, wie er ist. Eure Videos sind super. Also wirklich lustig. Dann grüßen wir weiterhin die Ninjas. Und Grüße gehen in den Odenwald zu Ludihau525. Ja, dann, also Robin, du möchtest nicht gegrüßt werden. Das kann man sich bei uns nicht aussuchen. Natürlich grüßen wir dich ganz, ganz herzlich. Und der Twix-Vorrat ist noch nicht geschrumpft bei John. Ja, und der letzte Gruß, den ich jetzt noch habe, der geht an Noppenball74. Ganz viele Grüße an dich und deine Familie und ja, macht's alle gut. Und wir müssen noch was loswerden. Wieder ein paar Grüße. Der erste Kommentar lautet: Hi Stefan, John und Simone. Gucke euch seit 67 Abonnenten. Ich mag euch sehr. Könnt ihr mich bitte grüßen? PS, haben mit euch im Heidepark schon ein Foto gemacht. Ja, wir grüßen dich, Signe. Ja, schwieriger Name. Signe Pazanani, keine Ahnung. Weiter geht's. Wir grüßen
Leonie Wenka, wir grüßen Black Scorpion. Ja, viele Grüße. Und Elite-Spinner 26. Ja, viele Grüße. Sabrina Studer, ich bin mir nicht sicher, ich glaube mich zu erinnern, du kommst glaube ich aus der Schweiz mit deiner Tochter, wenn dem so ist, doppelt viele Grüße in die Ferne an euch. Ja, viele Grüße. Weiter geht's bei dir hier mit El Primo, by the way, BTW, keine Ahnung, und Grüße Schöne Grüße aus der Schweiz, wir grüßen dich Timboy. Ja, also wir haben wirklich viele Schweizer dabei, wie man hier immer lesen kann. Wir grüßen den Lorenz, wir grüßen Yannick, wir grüßen Leonardo 13, dann, oh, Richtung Osterholz, hier gleich um die Nähe gehen, Grüße an Lil Boomerang. Ja, viele Grüße. Kilo 0207 kriegt auch viele Grüße von uns und fragt, freut ihr auch schon, euch auch schon so auf den Heidepark? Natürlich freuen wir uns auf den Heidepark. Und ja, weiter geht's, ich kann das gar nicht alles. Liebe Grüße an Juanita, spreche ich hoffentlich richtig aus. Und ja, Marco, auch dich grüßen wir, RL9 Forever. Und ja, viele Grüße. Johnny, weiter geht's hier mit dem. Könnt ihr mich bitte grüßen? Ich schaue immer eure Videos an, ihr seid die Besten. Ja, wir grüßen dich, Danny. Und ja. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, wie viel wir noch schaffen. Ich und du möchte auch gegrüßt werden. Natürlich machen wir das. Viele Grüße. Ich und du von dir und mir. Oh, ich kann gar nicht so viel die Namen lesen hier. Jan Fresh kriegt Grüße. Brian Großmann kriegt Grüße. Ich krieg hier schon einen Zungenbrecher. Lelo SOS, Speed Bro, Marc Seiwert. Ich glaube, wir schreiben auch öfter mal auf Instagram, Marc. Du kriegst auch viele Grüße und auch an deinen Bruder, glaube ich, viele Grüße. Ja, Leon, auch viele Grüße an dich und... Und auch an dich, Pascal, Jonas. Ja, und jetzt hören wir mal kurz auf. Ja, kurze Pause. War ja fürs Erste genug. Und ich kann mich dann nur anschließen. Ich muss dir die Kamera halten. Von mir auch an alle Genannten natürlich viele Grüße. Janneko TV, könnt ihr mich bitte grüßen? Feier eure Videos. Viele Grüße aus Bremen an dich. Ja, viele Grüße. Dann Camu Felix, könnt ihr mich bitte grüßen? Ja, machen viele wir. Grüße. Viele Grüße. Auch Leop Anso wird gegrüßt. Und Laso 428, ich will im nächsten Video gegrüßt werden. Wirst du hiermit? Ja. Viele Grüße aus Bremen. Viele Grüße aus Bremen. Laso 428, das ist mein Traum und wollte es schon immer. Dann haben wir den Traum hiermit erfüllt. Sehr gut. Daniel Ohlenberg, ich würde gern gegrüßt werden. Viele Grüße. Lackschuh TV, liebe Grüße, ihr macht geile Videos. Hoffe, wir treffen uns mal im Heidepark. Ja, hoffe ich auch. Einfach ansprechen. Mr. Semmo 07 wird gegrüßt. Grüße kommen hier aus Berlin, von der Hauptstadt. Macht weiter so, coole Familie bekommen. Ich grüße aus Bremen zurück. Ja. Natürlich, viele Grüße, Grüße aus an Lundenparadies. Luca Schammler wird auch gegrüßt hiermit. Ja, viele Grüße, Luca. Jetzt du, dieses hier lesen. So, Sonne, könnt ihr mich bitte grüßen. Gucke jedes Video von euch. Seit letztes Jahr April würde ich mich freuen. Ja, viele Grüße. Begrüßt wird Soccer Simon BTW. Dann Music Planet wird ebenfalls gegrüßt. Das ist die Emma von der Ostsee. Ja, viele Grüße. BN Moritz Neher schreibt: Hallo Stefan, John und Simone. Ich schaue eure Vlogs sehr gerne. Sie muntern mich immer auf. Macht weiter so. Und es wäre sehr nett, wenn ihr mich grüßen könntet. Ja, machen wir natürlich. Viele Grüße und danke für den netten Kommentar. Johanna Heeremann wird auch gegrüßt. Viele Grüße. Nico Behnke. Mein Name ist Nico. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich im nächsten Video grüßt. Und macht weiter so. Das machen wir. Ja, haben wir damit jetzt. Viele Richtig. Grüße. Janice Berahammer wird auch hiermit gegrüßt. Ja, viele Grüße. Wir können nicht alle schaffen, weiß ich jetzt schon. Stefan Kleine Bös schreibt: Hi Stefan, Simone und John. Ich bin ein großer Fan von euch und euren Videos. Würde mich freuen, wenn ihr mich grüßen würdet. Wäre sehr nett. Ja, viele Grüße. Machen wir hiermit. Und ein letzter Gruß oder zwei noch. Tod. Tod wird gegrüßt. Ja, viele Grüße, Tod. Tod heißt eigentlich Kim Noah. Und der letzte, den macht John. Der. So. Kannst du mich grüßen? Ich heiße Justin. Viele Grüße, Justin. Weiter geht's. Ja, der Tag neigt sich bereits dem Ende entgegen. Aber wie bereits gestern angekündigt, also naja, gestern haben wir es gesagt, aber heute war es im Vlog, habe ich mir noch was Kleines einfallen lassen zum Abschluss des Tages. Wisst ihr inzwischen, was es sein könnte? Ich habe keine Ahnung.
bin absolut planlos. Keine Ahnung. Irgendwas Richtung Bahnhof, vermute ich mal. Ich verstehe nur Bahnhof. Ja, Richtung Bahnhof ist einfach zu erkennen, da wir jetzt hier Richtung Bahnhof gehen. Moment mal, hier. Ja, das stimmt. Es ist nicht so was Besonderes. Ich hoffe, naja, wollen wir noch ein bisschen raten? Nochmal 5 Fragen stellen? Ist es am Bahnhof? Nein. Ich hätte sonst auf Kino getippt. Ja, Kino ist ja nicht im Bahnhof. Ja, am Bahnhof. Ist es Kino? Ja, ja. Ich wusste es irgendwie. Es ist Kino. Ich wusste es irgendwie schon. Ich bin gespannt, was für ein Film. Ich auch, weil ich gar nicht weiß, was aktuell läuft, was du ausgesucht hast. Ja, und das ist eben der kleine Haken an der Sache, der negative Beigeschmack. Das Kino ist nämlich so klein, es fasst noch nicht mal 50 Plätze. Oha, das ist ja schon wieder was Besonderes. Welches Kino denn? Cinemax ist es nicht, oder? Nein, das ist ja nicht. Das kann ja nicht Cinemax sein, oder? Ja, natürlich kann das Cinemax sein. Da gibt es ja mehrere Kinos drin, aber es ist wohl das kleinste Kino. Das heißt, der Film, den wir besuchen werden, ist wohl kein Blockbuster. Okay, ich bin gespannt. Pädagogisch wertvoll? Würde ich schon sagen, ja. Hä, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was läuft. Na, dann gucken wir doch mal, ne? So, ganz schön voll hier. Wollen die alle noch einen Film rein? Also kriegen wir aber schon dreimal voll, würde ich sagen. So, jetzt könnt ihr gucken, welcher Film das sein könnte. Da ist die Kasse da oben. Oha. Ich weiß mal, wie die Dinger funktionieren. Also die Eiskönigin wird es schon mal nicht sein. Das hoffe ich mal. Teil 2 und Teil 1 kennen wir noch nicht mal. Also ich die ist es nicht. Die ist es nicht. Hoffe ich mal. Woran soll ich denn gucken, was ist? Ja. Ich weiß nicht, wie diese Dinger. Die Spannung steigt. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Vielleicht kennst du den Film ja auch schon. Ich? Ach so, ja. Ah, bei die Simone. Ey, Leute, macht das nicht. Ja, ich möchte ihn eh nochmal gucken. Star Wars wollen wir nochmal gucken, oder? Aber nein. Nein. Ich hoffe mal, das ist der Film von Udo Lindenberg vielleicht. Richtig. Sehr gut. Dazu muss ich sagen, ich gehe nicht gerne ins Kino. Und ich weiß nicht, ob das jetzt für mich eine Qual gewesen wäre, aber so bin ich mit der Filmauswahl total zufrieden und freue mich auf den Kinobesuch. Du auch? Weil ich habe den Trailer nicht gesehen und davon gar nichts gesehen. Ja, das ist also die Lebensgeschichte von Udo Lindenberg. Genau. Die haben auch einen Darsteller gefunden, der ungefähr genauso aussieht. Und das ist doch super interessant, oder? Also naja, so für mich schon. Also nur halt, ich kenne von dem sowieso noch nicht so viel. Nur ein bisschen Musik bei meinen Eltern. Also, ich war auch mit mir auf dem Konzert. Ja. Also ja, aber ich höre es nicht so oft. Also ich bin aber gespannt. Das ist eine coole Socke und ich freue mich. Weil wir warten hier, uns was kaufen zu können. Wir wollen nämlich gern was trinken. Ach schade, ich dachte schon, wir fahren jetzt gleich Kolossus. Ich wollte sagen, ich hätte hier den Expressbeitrag für dich, dann kannst du brauchst nicht zu warten hier in der langen Schlange. Nimm ruhig. Ich nehme den, ja. Ich fahr. Ich muss gerade mal überlegen, wann ich das letzte Mal im Kino war. Ich weiß es gar nicht mehr. Also diese komischen Schiebesitze, das ist für mich alles neu. Auch wenn es hier ein kleines Kino ist gerade. Wann warst du zuletzt im Kino? Ist noch gar nicht lange her, ne? Nee, aber als wir doch immer im Kino waren, da hattest du doch auch diese Sitze, als das noch nicht in jedem Raum war. Wir haben uns ja immer die ich weiß gar nicht. Das wollte ich sagen, die haben uns immer geleistet und jetzt gibst du sie halt auf jedem Platz, ja. Ach so, ja, ich weiß nicht, war ich bei den Minions das letzte Mal im Kino? Ich habe echt keine Ahnung. Wie lange ist das denn her? Aber ich freue mich auf den Film. Ja, ich bin auch gespannt. Ja, der Film ist zu Ende, der war echt super und ich muss sagen, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich so selten ins Kino gehe oder so ungerne, weil man kann hier nicht so hemmungslos heulen und es gab ein paar Stellen, wo ich echt weinen musste und ja, also toller Film, können wir nur empfehlen und ja, was ich nochmal sagen wollte, es war mit den ganzen Grußwünschen, die wir diesmal erfüllt haben, ich weiß, das war nur ein Bruchteil, wir haben so viele Anschreiben deswegen bekommen. Vielleicht gibt es das im halben Jahr nochmal wieder. Wir schauen mal und sollte ein Dankeschön an euch sein, weil ihr ja, uns so ein tolles Feedback immer gebt. Und ja, also ich bin noch ein bisschen sprachlos über euch und vom Film noch ein bisschen. Zum Film wollte ich nochmal sagen, ich fand den Film super. Ich fand es aber schade, dass zu wenig aus der jetzigen Zeit oder aus der Zeit, wo ich selbst miterlebt habe, im Film gewesen ist. Also Hamburg, wo er im
Hotel gewohnt hat, habe ich mir so vorgestellt gehabt. Das war also bis maximal welchem Jahr? So. Also bis zum ersten großen Bühnenauftritt. In den 70er Jahren irgendwann, 70er, Anfang der 70er. Ja. Aber trotzdem ein beeindruckender Film, muss ich mal sagen. Super Leistung von den Schauspielern. Ja, finde ich auch. Und eine Sache gibt es da ja noch. An dieser Stelle beenden wir das Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das Video natürlich liken, uns abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Tschüss!